Hallo und herzlich willkommen zur Folge 106 von Gothic 2 Escape. Wir haben in der letzten Folge den Krieg zu den Orks gebracht, also die Schlacht geführt. Da ist ein Schild, ne? Schild des Königs, oh. Wir haben eine Schlacht geführt bei der Trollschlucht und haben dann den Orks den Krieg gebracht in die Burg hinein. Haben die Burg erobern können und dann gab es direkt schon die nächste Cutscene, die darauf schließen lässt, dass die Palisade geöffnet wurde und die Orks auf jeden Fall sich rächen werden. Kapitel 4 hat damit begonnen. Und bevor wir uns jetzt um Jäger und Orkjäger kümmern und die alle in die Burg verfrachten, werde ich natürlich hier erstmal alles looten müssen. Goldene Halskette und einen Ring der Erzhaut. Also an sich ist die Ausbeute bisher doch ganz nett. Ich hätte mit weniger gerechnet. In Gothic 1 ist die Burg halt viel lukrativer als in Gothic 2. Ist auch schön, wie irgendwie der, wenn man speichert, dass da der irgendwie, ne, dieser kleine Bildschirm, der scheint sich auch von Kapitel zu ändern. Oder der wird generell ein bisschen durch so ein paar Bilder ausgewechselt, ausgetauscht. Wer weiß, wer weiß. Hier ist erstmal nichts mehr. Warum ist es eigentlich so dunkel? Kann man hier hochklettern? Nee, aber da. Da kann man hochklettern. Und auch hier wäre Akrobatik nur ein Hindernis. Na, muss man ja mal sagen. So, mal sicherheitshalber speichern, bevor ich runterfall. Ansonsten ist hier nichts. Hier kommt man hoch. Hier geht es noch weiter hoch. Es scheint draußen zu regnen, sehe ich das richtig? Ich würde auch erklären, warum es vergleichsweise so dunkel ist. Da muss ja immer alles dunkel werden dann. So, und jetzt sind wir ganz oben auf dem großen Turm. Und natürlich eine beschissene Aussicht. Und in der Ecke noch eine Truhe, die man fast übersehen könnte. Und hier haben wir einen... Okay. Jetzt haben wir 3 von 5 von diesen Skelettknochen. Jetzt bin ich da mittlerweile aber auch schon irgendwie gierig drauf zu erfahren, was wir da... Okay, der Schild des Königs sieht zwar cool aus, sehr verziert, Gold, Schnickschnack, aber Meisterschild immer noch ein gutes Stück besser. Ja, aber diese 5 Knochen, also mal gucken, was es damit dann auf sich hat. Das muss ja auch irgendwas Interessantes sein. Wo ist denn der Teleport in die Burg? Banditenlager, Ork... Ach, die Orkstadt habe ich auch schon dabei. Wusste ich gar nicht mehr. Ah, okay. Der zur Burg ist auch so ein normaler. Also quasi ein richtiger. Alles klar. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich diesen Stab vom Urschak noch auf dem Rücken trage. Bringt ja eigentlich gar nichts. So, die Jungs haben sich jetzt hier so ein bisschen hingehockt. Ruhen jetzt natürlich erstmal. War ja auch ein harter Kampf. So, was machen wir mit den 10 Lernpunkten? Entweder die donnern wir wieder in Kräuterkunde rein, was ich sogar vermutlich machen wollen würde. Alternativ, ich hoffe, Kirgo überlebt. Und Jeremia, ganz wichtig. Okay, da brauchen wir einen Schlüssel zu. Ich finde es auch gut, dass unsere Verluste wieder gegen Null gehen. Hoffentlich überleben alle für die letzten Quests, die wir noch haben, und alle Lehrer. So, hier ist natürlich auch noch eine Truhe im Eck. Aber bevor wir jetzt hier wieder rausmarschieren, die Welt zusammenschlagen, werden wir ja natürlich erstmal uns noch umschauen müssen in der Burg. Kivo und Ayan sind auch hier, die haben aber alle nichts zu sagen und Bogenschießen brauche ich natürlich jetzt erstmal nicht. Kommen wir da überhaupt irgendwie hoch? Ist halt gerade sehr dunkel. Aber hier drin kommt man nicht da hoch. Da war ja im Prinzip der letzte Ork, der dann die anderen per Leuchtfeuer informiert hatte.
So, bevor ich jetzt ins Haus der Gardisten gehe, will ich nochmal hier weitermachen, denn ich habe ja direkt wieder. Hier bin ich ja direkt rechts da rein, habe wieder die Konzentration verloren. Bin in den großen Turm. Dürfen hier nichts auslassen. So, Gomez, altes Zimmer. Bestückt mit nur einer Truhe, nicht mehrere. Ah, guck mal an. Es lohnt sich sogar, Dietrich zu verlieren in dieser Mod. Wenn man 50 verheizt, gibt's ein Achievement. Amulett von Junge! Amulett von Gomez? Auch nicht schlecht. Ich find's cool, dass wir von denen irgendwie die ganzen Gegenstände hier finden. Ne? Also wir haben einen Ring von Arthur, einen Ring von Scar, jetzt das Amulett von Gomez und das ist sogar. Das reizt natürlich schon. Was haben wir für eins zur Zeit? Wendigkeit. Das wären halt 10 Geschicklichkeit. Ich meine, sowas in der Art hat es doch auch gegeben. Ah ne, das war der Gürtel, der Orkjäger. Das heißt, wir könnten das tauschen und das tauschen. Da müssten wir halt vielleicht 10 Geschicklichkeitspunkte irgendwann noch investieren. Mal gucken, was es von Raven geben wird. Vielleicht aber auch gar nichts. Weil der hat ja den Fall der Barriere überlebt. Im Gegensatz zu den anderen dreien. Aber wer weiß, wir haben hier noch eine weitere Tür. Gift. Ja, das ist natürlich sehr passend. Und eine weitere Truhe. Rechts, links, links. Abgebrochen. Offen. Aber hier haben wir nur ein bisschen Munition, ein bisschen Geld, ein bisschen Tränke. Das heißt, hier gibt es wohl nichts von Raven und Bartolo ist vermutlich zu unwichtig, als dass man dem noch irgendwie hier so ein Artefakt vermacht. So, jetzt wo das nächste Kapitel begonnen hat, müsste es auch wieder. Das liegt hier in der Pfanne. Auch wieder neue Sachen bei den Händlern geben. Gut, das Haus der Gardisten ist natürlich auch nur ein Schatten seiner selbst. Das ist ja normalerweise überfüllt mit Kram. Wenn jetzt auch nicht wertvollen Kram, aber hier gibt es ja. Also, ohne zu übertreiben, mindestens 20 Truhen. Vermutlich mehr als 20 Truhen. So, hier ist auch nichts drin. Nichts drin. Hier ist auch ein Schlüssel erforderlich. So rum. Gehen wir erstmal hoch. Aber hier haben sie auf jeden Fall keine Orks untergebracht oder sonst was. Okay. So ein gewöhnliches Schwert. Alles klar, das kann man verscherbeln, wenn man möchte. Ist jetzt nicht allzu relevant. Betten gibt es im Überfluss nicht ganz so viele wie früher, ne? Klar, zu Gothic 1 Zeiten, Mensch. Da war hier was los. Bisschen Vorräte. Also ist natürlich nicht viel Kram, der hier rumfliegt. Man muss ja auch ein bisschen ans Balancing denken. Ihr dürft nicht vergessen, da bringt man halt 30 Orks um. Und dann hat man noch eine Chance von, was weiß ich, 20%, dass jeder von denen noch einen Trank fallen lässt. Da kann man hier natürlich nicht einfach nichts platzieren, aber man muss sich schon ein bisschen. Nochmal ein bisschen einengen, nicht übertreiben. So, Torhaus und hier hinten. Ein de facto Lagerraum. Ich meine, kann auch sein, dass ich mich gerade wieder irre in der Raumaufteilung, aber irgendwo hier. War früher noch, nee, das war hier, das war auch nochmal ein Wohnraum. Was ist hier für eine Spruchrolle? Ein heiliger Pfeil liegt hier auf dem Dach rum. Und noch eine Truhe im Eck. Alles klar. Jetzt hält es auch wieder gut auf. War halt einfach nur Schlechtwetter, wie immer. Rechts, viermal nach links. Nee, dreimal nach links. Und dann wieder rechts. Oh, verklickt. Und dann wieder nach links. Ein Kugelblitz, 50 Gold und ein Feldknöterich ist doch ganz nett.
So. Ich meine, dieser Raum hier ist eigentlich auch eine Gardistenunterkunft. Ne, also die. Es gibt einen Raum bei diesem halb kaputten Haus. Das ist ja das hier. Hinterm Torhaus, genau. Und da, das ist ein Raum, da gehst du normalerweise, da, du kommst eigentlich nicht hin, außer du hast wirklich vor, dahin zu gehen. Gut, das gilt für viele Gebiete in der Burg eigentlich. Okay, also Keller ist nicht. Das heißt, der Bereich fällt leider weg. Aber es gibt so viele Abschnitte in der Burg. Ist eigentlich richtig irre. So, und hier geht es ohne Schlüssel auch nicht weiter. Das heißt, ein bisschen eingegrenzt ist es schon. Hier haben wir sogar noch zwei Schafe. Die könnte man natürlich umbringen, bevor hier... Nee, komm, die lassen wir leben, die 20. Die 20 EP, scheiß drauf. So, hier geht's auch nicht runter. Doch, nee, ist auch zu, okay. In den Keller des Erzbaronhauses geht's auch nicht rein. Viermal nach rechts. Und nur einmal nach links. Und dann wieder nach rechts. Und dann wohl wieder nach links. Alter Schlappe. Junge, jetzt geh doch mal auf. Alter. Also fünf, nee, viermal nach rechts. Links, rechts, links, links, rechts. Dann wieder links. Und dann wohl wieder nach rechts. Endlich offen. Mein Herr. Und das alles nur für 30 scharfe Pfeile. Das ist ja... nicht ganz so... das ist nicht ganz so wert. Wie sieht's denn überhaupt... ach, nur noch 13 Dietriche. Wie viel habe ich denn versemmelt? Gut. Für den Lernpunkt habe ich es gern getan. Für das Achievement. Fleischwahnsinn in der Küche. Toll. Und ansonsten ist ja auch wieder nichts drin. Aber wie erwähnt, das ist halt jetzt ein bisschen überschaubarer, als wir es noch aus der Vergangenheit gewohnt sind, ne? Aber das ist auch soweit okay. Es gibt ja auch eine Menge Truhen, so ist es ja nicht. Aber man merkt schon wieder direkt beim Spielen dieser Mod, es ist fast immer so, Taschendiebstahl, das ist so, ja, da weiß man jetzt so recht, ja, sollte man das machen, lohnt sich das überhaupt? Wo es immer lohnt, ausnahmslos, ist einfach die Schlösser knacken. Nochmal 30 scharfe Pfeile, danke für nix. Das ist einfach der heiße Scheiß. Schlösser knacken ist einfach geil. So, jetzt haben wir hier tatsächlich alles leergeräumt. Die Schmiede ist zu. Also alle, also überall, wo man hin konnte, müssten wir jetzt alles soweit abgeklappert haben von der guten alten Burg. Aus der Feuermagier waren wir ja auch. Hier nochmal vielleicht durch den Gang. Aha. Tatsache. Da ist eine Truhe, an der sich aber nichts machen lässt. Das sind zwei Truhen sogar. Warum lässt sich da nichts machen? Wow, das ist nur eine Zweierkombination. Da kriegt man direkt zwei Fische in die Hand gedrückt. Okay, wir haben 10 Lernpunkte. Was tun? Einhand ist eine Idee, aber wir können mit Equipment auch nochmal um 10 Punkte erhöhen. Das dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen. Bergbau lassen wir sein. Kräuterkunde vermutlich. Ist auf jeden Fall in der weiteren Auswahl. 10 Geschicklichkeitspunkte wäre auch eine Idee. Oder Regeneration auf die nächste Stufe drücken. Bei den Orkjägern haben wir auch ein Ansehen von 91. Ich denke mal, wir können aber nicht bei Orkjägern und Jägern 100 bekommen.
Ich schätze mal, das ist vermutlich nur möglich für die Gilde, der man sich dann halt auch anschließt. Und die andere hat dann so ein bisschen das Nachsehen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. So. Jetzt laufe ich tatsächlich einfach mal ganz normal durch die Gegend in der Hoffnung. Ich habe zu wenig Stärkepunkte für meine Armbrust, fällt mir gerade auf. Weil ich die. Oh, ich bin so blöd. Weil ich ja den Ring der Kraft abgelegt hatte. Um den besseren auszuwählen. Uns Fotze. Jetzt, habe ich. Weil ich wollte eigentlich durch die Gegend latschen. Und gucken, ob man da noch ein paar Gegner entdeckt. Aber wir haben auf jeden Fall hier nochmal den Jenkins. Und ich finde es jetzt hier komisch, dass wir die nicht in die Burg bringen können. Denn warum sollen die drei hier einfach ihrem Schicksal ausgeliefert werden? Oder sollten die sterben? Hier ist noch ein rostiges Schwert. Fragen über Fragen. So, das ist ja die Quest. Genau, das bedeutet nicht, dass wir bereits gewonnen haben. Hat er mich zum Jägerlager geschickt, um einige Krieger zur Burg zu bringen. Außerdem soll ich zu den Orkjägern gehen und nachsehen, ob sie etwas brauchen und ob sie in Sicherheit sind. Alles klar. Jetzt wollte ich hier einfach nochmal ein bisschen entlanglaufen und nochmal kurz zur Trollschlucht vielleicht, mir da nochmal die Lage anschauen. Ich denke mal, da sind alle mittlerweile. Aber da sind, glaube ich, nicht alle in der Burg. Da hätte ich eben irgendwas gehört. Also nicht nur das Grillenzirpen, sondern auch was anderes. Da ist aber nur die ewige Ritterleiche. Und niemand ist mehr hier, nur Gestads Leiche, der jetzt aber hier nochmal begraben wurde. Auch wenn er hier noch liegt. Der letzte Meister der Jagd. Und ich kann natürlich direkt erstmal. Natürlich. Aber genau, das könnte man auch noch weihen. Ja, also könnte man noch mal 500 EP abstauben. Kann man immer wieder machen, falls uns das noch mal passieren sollte, dass wir irgendjemanden begraben und dann kann man das noch mal weihen. Der letzte Meister der Jagd. Ein bisschen schade, dass sie den Offscreen gekillt haben. Aber auf der anderen Seite lässt sich das in Gothic auch schwer anders lösen. In einem modernen Spiel wäre das natürlich alles viel epischer abgelaufen. Aber ist halt auch schon 20 Jahre her, ne? Das Grundgerüst. Dann gehst du das auf jeden Fall nicht vergessen. Ja, der Pass, der ist ja eigentlich von uns schon gereinigt worden von Orks. Aber gut. Die haben wahrscheinlich einfach nochmal Orks überall hingesetzt, vielleicht sogar hoch zum Pass. Auf jeden Fall geht es jetzt hinter die Palisade, denn so heißt das Kapitel, in dem wir uns befinden. Ich gehe erstmal zu den Orkjägern, das sind ja auch unsere Leute. Danach gehen wir auch zu den Jägern. Ich gehe mal ganz kurz nochmal den Pirat. Vielleicht kann ich mit dem Pirat auch mal wieder quatschen. Ich hasse es. Dann rede ich eben nicht mit ihm. So. Dann nicht, nee, so nicht. Aber hier ist alles ruhig. Hat da Holz geknarzt oder hat jemand eine Tür geöffnet? Ja, hier knarzt nur Holz, okay. Kavalons alte Bude hier. Haben jetzt halt hier nicht großartig nachgeholfen oder hier nochmal eine Gefahr dargestellt. Also keine Orks, die jetzt hier aktiv das die Orksöldner angreifen oder sonst was. Hier geht es soweit aber allen gut. Da ist Kurkan, der spastet gleich wieder richtig ab und wir haben wieder eine riesige Fehleransammlung. Aha.
3000 Gold. Dafür habe ich das Gold doch. Okay, eine Ork-Elite-Rüstung und einen Ork-Elite-Helm kriegt man sogar noch dazu geschenkt. Und das ist jetzt einfach... Nee, das ist nicht die Schwere. Das ist, jetzt sehe ich es halt schwer und ich kann mich auch nicht drehen wegen diesem Inventar. Mit dem normalen ginge das. Das ist... Auf jeden Fall, also gut, das ist im Prinzip dieselbe Rüstung wie vom Kurkan, nur halt jetzt für einen Mensch angepasst. Ich weiß noch gar nicht, was ist denn da die Grundierung dieser Rüstung? Das ist nicht Ravens Rüstung. Also die aus Jarkend da. Aber da müsste einem bekannt vorkommen, nur die Texturen wurden halt geändert. Oder es ist komplett eigenerstellte, dann Hut ab. Und der Helm ist sogar endlich besser als der Badenhelm. Aber dafür habe ich auch eine Menge Geld ausgegeben, ne? Nee, ist keine Paladin-Rüstung. Auf jeden Fall haben wir nochmal eine bessere Rüstung bekommen. Die ist zwar minimal nur besser, aber das lohnt sich trotzdem auf jeden Fall. Und dann noch mit dem Meisterschild haben wir jetzt ziemlich hohe Schutzwerte. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge und gucken uns dann hier weiter im Lager um. Bis dahin, tschüss.